Okay, meine Lieben, also die Lösung, unsere beschleunigende Kraft auf den Hügel oder anders bekannt, die Hügelaufgabe. So, okay, also diejenige, die das irgendwie mit skizzieren wird, kann natürlich ein Blatt Papier nehmen, beschriften, Motto, so. Also, woraus besteht diese Aufgabe? Stellen wir dir mal vor, du stehst oder sitzt auf einem Rodel, auf einem Hügel, auf einem Berg, ja, Berg ist der, 2000 Meter Höhe, und das ist eine wunderbare, so wie ein Zuckerberg, ja, so. Das ist bei in Brasilien gibt es einfach solche Sachen. Also 2000 Meter vielleicht nicht, aber schon diese Form. Aber es ist eine Aufgabe. Also, diesen Weg oder diese Kurve modellieren wir mit einer Funktion, einer quadratischen Funktion. F von x gleich minus x hoch 2, ne, quadratische Funktion. Der x hoch 2 sagt, dass der Graph ist eine Parabel und der Minus kippt es um. Ne? Also haben wir eine Parabel, deshalb haben wir diese Form. Und damit der Scheitelpunkt so schön hoch liegt, deshalb ist es plus 1000. Ja? Also so kannst du die Verschiebung des Graphs dann nachvollziehen. Ja? Und was ist die Frage? Wenn dieser Gegenstand hier von dem Scheitelpunkt so weit sich entfernt, dieser Punkt wurde jetzt hier so angegeben, ja, das S ist dann an 1 oder x ist 1, 1 Meter, das ist egal. Also, dieser Punkt ist jetzt hier 1. Ja, hier befindet sich zurzeit dieses Gegenstand. Die Frage ist: In dem Moment, welche beschleunigende Kraft auf diesen Gegenstand, auf diesen Hügel wirkt? So, das ist die Fragestellung. Einige haben dann hier so Eingänge gemacht, dass viele Sachen da fehlen und sowas. Ja, okay. Also eine Sache ist, bei all diesen Aufgaben, wenn es nicht angegeben ist, wir sind auf der Erde. So, und in mathematischen Zusammenhängen benutzen wir ganz gerne die Fahrbeschleunigung nach 10 Meter pro Sekunde hoch 2. Und das ist einfach zu rechnen. Wir sind nicht interessiert, also auf der fünften Kommastelle, was man ausrechnen kann, also einfach 10. Ja? Also diejenigen, denen auch hier die Masse fehlt, ja? Also wenn die Masse nicht angegeben ist, dann heißt es, ja, also die Masse ist einfach die Masse, also m. M ist dann angegeben. Entweder rechnest du mit m als Konstante schön weiter, oder wenn du unbedingt die Zahlen rechnen wirst, dann kann ja sein, okay, 10 Meter. Das ist Masse, Entschuldigung. Kilogramm, 10 Kilogramm, oder 1 Kilogramm, oder 100 Kilogramm, ja, aber immer bitte irgendwie so die Mehrfache oder wenigfache von 10. Also, ja, wir sind auf Kommastelle nicht interessiert. So, das ist jetzt hier die Aufgabenstellung. Gut. So, wie machen wir das? Ja. Meine Lieben, wir haben das hier mit unseren Rampenaufgaben auch schon besprochen, dass egal an welchem Weg oder Kurve ein Gegenstand sich bewegt, in dem Moment, also in einem bestimmten konkreten Augenblick, betrachten wir so, als ob dieser Gegenstand an der Tangente dieser Kurve sich befinden würde. Ja? Und Janina würde sagen, es ist logisch. Ja? Also, wenn dieser Gegenstand
nicht an den Tangente sich bewegen würde in diesem Moment, sondern schneidet die rein, würde es heißen, würde in einen Hügel da rein bohren. Ja? Tut die aber nicht, ja? Weil diese Berge sind darüber bekannt, zum Beispiel, dass sie als Granit sind. Ja? Also kann man einen Schlitten bohren nicht rein. Ja? Oder wenn er so, dann würde es heißen, fliegt weg. Ja? Wegfliegen kann, aber das ist auch wieder eine andere Bewegung, das tut er auch nicht. Also, der verrot einfach oder rutscht einfach ganz schön entlang dieser Grafik. Ja? Okay? Also, das ist diese Verständnis für diese Modell, Annahme, dann wieder Vorstellung, dass in einem bestimmten Augenblick das eine, ja, Moment seine Tangente, das ist schon wichtig. Ja, das bitte. Also diejenigen, die das so nicht richtig verdaut hat, bitte das tun sie das. Ja? Weil, was heißt das denn für die Aufgabe? Für diese konkrete Stelle können wir betrachten dieses Problem, ja, wie die Rampenaufgabe. Denn Rampenaufgabe, dass hier an dem Punkt, an dieser Stelle, diese Tangente, ja, da befindet sich hier der Gegenstand, ja, unsere Rampe ist dann so angegeben. Die Rampe muss angegeben werden in den Winkel. So, und jetzt können wir in diesem Rampenaufgang jetzt die beschleunigende Kraft hier bestimmen. Und der Rampenaufgang sollte, dafür habe ich eine relativ ausführliche Video gemacht. Jetzt fassen wir das ganz kurz hier so zusammen. Was haben wir in den Rampenaufgang gelernt? Ja, es gibt eine Rampe, ja, in diesem Fall, das ist die Tangente jetzt in dem konkreten Augenblick auf diese Kurve. Da befindet sich dieser Gegenstand mit einer bestimmten Masse. Winkel Alpha ist gegeben, eine Masse in unserem Gravitationsraum. Ja. Ja, wir haben das gelöst. Also, auf dieser Gegenstand wirkt die R-Anziehungskraft, dFg, zweite Newton'sche Gesetz, Masse multipliziert mit der Fahrbeschleunigung. Ja. Masse, Fahrbeschleunigung ergibt hier diese Anziehungskraft. Weil die Masse fix ist, weil die Fahrbeschleunigung fix ist, diese R-Anziehungskraft ist also eine konstante Größe, wirkt an diesem Gegenstand überall während der ganzen Bewegung. Ja? Und die Richtung ist auch angegeben, in diesem Fall ist immer die Senkrechte. Ja, bei den Rampenaufgaben muss auch die Horizontale definiert werden. Und das ist es hier. Das ist meine rechte Winkel. So. Was tut diese Rampe und dieser Gegenstand? Die Rampe drückt diese Gegenstand. Ja, Entschuldigung. Das machen wir mal. Dann. Oh, das ist egal. Gut. So, jetzt habe ich die andere. So, es drückt immer senkrecht. Ja? Senkrecht mache ich das mal irgendwie. So, es ist senkrecht, oder? Immer senkrecht. Drückt auf diesen ganzen Herd auf den Rand. Und dieser Gegenstand bewegt sich parallel zu dem.
parallel zu der Rampe. Ja, diese zwei Richtungen jetzt, sind ziemlich wichtig. Ja? Parallel zu der Rampe, wenn es nicht parallel bewegen würde, dann würde er in die Rampe reinbohren, tut er nicht, oder würde von der Rampe wegfliegen, tut er auch nicht, aber müsste parallel in der Rampe. Und jetzt einfach die Kräfte, Entschuldigung, müssen wir hier rein? Ja, und kannst du nicht in den anderen Raum gehen? Ach so, ist der andere Raum noch? Okay, nein, stopp, Leute, wartet, stopp. Ist der andere Raum? Der Raum ist leer, warte mal.